dieses Stichwort unvergleichlich ist, soll natürlich eine Irritation auslösen. Deshalb ist es auch der Titel der Ausstellung. Wir wollen mit dieser Ambivalenz, die dieser Titel auch erweckt und hervorruft beim Besucher, auch spielen. Es ist eine Aufforderung, sich Gedanken zu machen, warum werden Objekte nebeneinander gestellt, die man als unvergleichlich ansieht. Und dann kann man anfangen, darüber nachzudenken, unvergleichlich heißt auch immer so unvergleichlich, dass es einmalig ist. Was wird denn bei der vergleichenden Gegenüberstellung von Kunst alles an Themen mittransportiert? Ästhetik, Form, Kontext, Glaubenswelten, Vorstellungen über Ästhetik, über bestimmte Formgebungen. Aber am Ende ist das Spannende, dass sich alle diese Formfindungen im Kosmos der Kunst zusammenfinden und gleiche menschlich-anthropologische Grundgefühle und Konditionierungen ausdrücken kann. Das Verhältnis zum Tod, das Verhältnis zum Glauben, das Verhältnis zur Familie, das Verhältnis zu den Ahnen. Und diese Themen geben uns auch die Meta- oder Überthemen, nach denen die Objekte in der Ausstellung sortiert und angeordnet sind.